Guten Morgen! Bauchfett reduzieren durch die Einnahme löslicher Ballaststoffe. Das klingt doch gut und ist laut US-Wissenschaftler Hairston und seiner Studie, wo er über 5 Jahre den Einfluss verschiedener Lifestyle-Faktoren auf das Fettgewebe untersucht hat, auch die logische Konsequenz. Pro 10 Gramm gesteigerter täglicher Aufnahme von löslichen Ballaststoffen reduziert sich das Bauchfett um 3,7%. Ebenfalls wurde untersucht, wie sich zum Beispiel gesteigerte Bewegung auf das Bauchfett auswirkt, was bereits schon bekannt das Bauchfett reduziert. Und dort waren es 7,4%. Das bedeutet, die vermehrte Einnahme von gerade mal 10 Gramm löslichen Ballaststoffen hat in den 5 Jahren erstaunlicherweise die Hälfte des Effekts von Bewegung. Die Studie findet ihr unten in der Infobox. Ein Grund mehr, sich mit den Ballaststoffen als solches einmal intensiver zu beschäftigen. Zum einen gibt es eben lösliche, wie die, die für die Bauchfettabnahme katalysierend wirken. Und dann gibt es eben die unlöslichen Ballaststoffe, die auch positive Wirkung haben, aber heute mal irrelevant sind. Dazu zählen zum Beispiel Zellulose, was in allen Pflanzen enthalten ist, das Chitin in Pilzen oder auch das Lignin in Obstkernen. Wasserlösliche Ballaststoffe, die eben diese positiven Effekte auf das Bauchfett haben, sind zum Beispiel Inulin, was zum Beispiel in Chicorée, in Topinambur, in Pastinak und auch in Löwenzahn vorhanden ist. Inulin ist ein Reservestoff, den viele Pflanzen in sich einlagern und der dann in unserem Körper den Bifidobakterien, die wir schon im letzten Darmvideo kennengelernt haben, als Energiequelle dient. Also das Video habe ich euch oben nochmal verlinkt mit dem Darm. Inulin ist daher nicht nur ein Bauchfettkiller, sondern eine natürliche Möglichkeit, den Darm mit den sehr wichtigen Bifidobakterien anzureichern. Dann ist ein weiterer löslicher Ballaststoff das Fructin bzw. die Fructane. Man unterscheidet da zwischen 3 Typen, was aber für das Video erstmal egal sein soll. Das geht quasi nur darum, wo das Saccharose-Molekül an das Fructose-Molekül andockt. Und dann unterscheidet man verschiedene Fructane. Also das Fructin im Allgemeinen behandelt man jetzt. Das Fructin das kommt vor allem bei einigen Bakterienarten vor. Und zwar vor allem bei Grünalgen, bei Moosen und bei Süßgräsern. Süßgräser sind nicht nur eine reichhaltige und kostengünstige Möglichkeit an Fructane zu kommen, wie ich jetzt gezeigt habe, sondern eignen sich auch generell fürs Entsaften. Total mineralstoffreich, nährstoffreich. Silke hat am letzten Rohkostpotluck sogar Süßgrasbrot mitgebracht und man konnte es sogar essen. Süßgräser erkennt man unter anderem daran, dass das Blatt am Stängel denselbigen umschließt und erst eine ganze Ecke über dem Boden zum Blatt wird. Also das Blatt entsteht zwar quasi aus dem Stängel, wenn man nach unten guckt, das Blatt umschließt dann quasi den Stängel und wird dann zum Stängel. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, Süßgräser zu beschreiben. Silke hat bestimmt 100.000 Videos dazu. Also merken, eine gute Fructinquelle sind vor allem Süßgräser. Grüne Algen aber sind nicht nur eine Fructin, sondern auch eine gute Alginatquelle. Alginate sind nämlich auch lösliche Ballaststoffe. Und last but not least ist unter den löslichen Ballaststoffen das Pektin zu nennen, was besonders in Obstschalen vorhanden ist. Daher unbedingt immer die Schale mitessen. Ich habe das euch schon im Apfelvideo erklärt, dass die Schale beim Apfel das Beste und auch das Gesündeste ist. Damals habe ich auf die Polyphenole referiert. Hier oben findet ihr das Video dazu. Aber auch die wasserlöslichen Ballaststoffe, von denen wir heute reden, die sind in der Schale der Äpfel, aber auch in anderen Obstsorten und natürlich auch in Gemüsesorten reichlich vorhanden. Es soll ja sogar Menschen geben, die die Paprika schälen. Hallo Mutti. Bitte macht den Fehler nicht und esst die Schale wirklich immer mit. Für die Leute, die meinen Kanal schauen, aber sich immer noch nicht vollwertig ernähren oder die Leute, die einfach mal ihren Darm mehr löslicher Ballaststoffe zuführen wollen, die verlinke ich euch mal sozusagen den schnellen Weg. Hier unten ein halbes Kilo Inulin für 7 Euro. Das könnt ihr dann einfach unter euer Essen mischen. Aber verursacht total Blähungen. Also Inulin, bei Topinambur ist es zum Beispiel drin, richtig blöd. Aber meine Empfehlung ist das nicht, dass ihr jetzt einfach hier das Pulver und gut, sondern meine Empfehlung ist viel Obst und viel Gemüse. Aber ich kriege ja immer Feedback auch mit Fragen bei Facebook, wo ich erkenne, dass die Menschen noch ganz woanders sind als viel Obst und Gemüse zu essen. Ne? Viele fragen sich auch beim Obstessen, ja, wie man das Obst anrichten soll, damit man das essen kann. Ne? Ich verweise da auch noch auf ein Video hier oben. Aber sei es drum, also wie gesagt, man kann das hier auch als Pulver kaufen. Ich habe auch in meiner Zeit viel Pulver gekauft und mittlerweile bin ich von fast allen Pulvern weg. Das einzige was ich als Pulver derzeit da habe, das ist Weizengraspulver und das ist aber selbst gemacht von meinem Weizengras, was ich im Garten angebaut habe.
Ja, also versucht Gemüse wie Topinambur und Süßgräser auf euren Speiseplan mit aufzunehmen, weil da habt ihr richtig die Power von diesen wasserlöslichen Ballaststoffen, die eben bei 10 Gramm pro Tag mehr 3,7% eures Bauchfettes in 5 Jahren runter macht. Müsst ihr selber wissen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ca. 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Aber da ist nicht klassifiziert wasserlöslich oder nicht wasserlöslich. Wenn man die mannigfaltigen Effekte der Ballaststoffe erkennt oder weiß, dann sind selbst diese 30 Gramm eigentlich echt nicht viel. Aber die Deutschen schaffen gerade mal 24 Gramm pro Tag durchschnittlich. Der Vorteil gerade beim Abnehmen ist, dass die Ballaststoffe auch Wasser binden und dadurch eine verstärkte Magenwanddehnung initiieren, die ihrerseits zum Ausschütten von Sättigungshormonen führt. Ich habe zur Sättigung auch schon mal ein Video gemacht. Es gibt auch verschiedene Ansätze, wie man satt wird. Das findet ihr auch oben in den Infokarten. Auch wird die Magenentleerung, nicht die Darmentleerung, die Magenentleerung, also das Absolvieren der Magenpassage durch Ballaststoffe verlangsamt und dadurch folgt eine verminderte Insulinsekretion. Ausgelöst durch die ebenso verminderte oder verlangsamte Blutzuckerantwort. Auch beim Stuhlgang haben Ballaststoffe durch die volumenerhöhende und gleichzeitig weichmachende Wirkung des Kots eine positive Wirkung. Verstopfung wird quasi komplett vermieden und auch sorgt der weichere Kot dafür, dass Divertikulose und Divertikulitis vermieden werden, also sich diese kleinen Ausstülpungen im Dickdarm, dass sich diese nicht entwickeln. Weiterhin sorgen die Ballaststoffe eben auch dafür, dass sekundäre Gallensäuren gebunden werden und das Dickdarmkrebsrisiko somit deutlich gesenkt wird und auch die Cholesterinausscheidung deutlich verbessert wird. Also, Ballaststoffe haben eine enorme, vielfältige und positive Wirkung im Magen und im Darm, also im Magen-Darm-Trakt komplett. Eine verkürzte Transitzeit im Darm, eine verlängerte Transitzeit im Magen, die positive Veränderung des pH-Wertes im Dickdarm, das Binden von Cholesterin, von Gallensäuren, von Schwermetall, Ammoniak, sowie die Bildung kurzkettiger Fettsäuren. Gerade diese kurzkettigen Fettsäuren haben entscheidende Auswirkungen auf verschiedene ernährungsbedingte Krankheiten wie zum Beispiel Adipositas, Bluthochdruck und die koronare Herzkrankheit. Also kurz und knackig. Heute mal für mich einfach mal oder heute von mir ein Plädoyer für die Ballaststoffe und ein wirkliches Aufrufen, sich diese Zusammenhänge mal wirklich bewusst zu machen. Gerade wie wenig ausreicht, um eine positive Wirkung zu erreichen. Exemplarisch an den Bauchfetten, was für die meisten Menschen unserer Bevölkerung meisten sind zu dick, ne? Also was da so dann der Auslöser sein könnte, aber sie hat mal vielfältige Wirkung. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch heute etwas anregen konnte, einfach mal über die Ballaststoffe nachzudenken, mal zu schauen, wo Ballaststoffe drin sind, die Sachen, die ich euch genannt habe, die wasserlöslichen Ballaststoffe, wo die enthalten sind, was ihr davon vielleicht in euren Speiseplan mit integrieren könnt und euch einfach was Gutes tut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.